Obwohl sich Frank mit Wertpapieren im Allgemeinen und auch mit strukturierten Produkten bereits beschäftigt hat, stellte er sich, wie viele andere Anleger auch, noch die ein oder andere Frage. Kann ein Anleger bei einer Investition in Zertifikate zu einem sogenannten Nachschuss verpflichtet sein? Die Antwort lautet nein. Grundsätzlich muss ein Anleger bei einer Investition in Zertifikate keinen Nachschuss leisten. Frank muss also kein weiteres Kapital aufbringen, falls sich die Märkte nicht so entwickeln sollten, wie er es erwartet hatte. Im ungünstigsten Fall erleidet er zwar einen Totalverlust, ist aber grundsätzlich nicht verpflichtet, neben dem ursprünglich eingesetzten Kapital weitere Zahlungen zu tätigen. Wie ist das eigentlich? Gewinnt der Emittent, wenn der Anleger verliert? Schließt Frank ein Geschäft mit einem Emittenten ab, so wird dieser eine risikoneutrale Position einnehmen. Er spekuliert demnach nicht gegen Frank, sondern sichert das Geschäft ab. Dem Emittenten kann es also grundsätzlich egal sein, ob Kursgewinne oder Kursverluste eintreten. Im Zweifelsfall ist es ihm sogar lieber, wenn Frank einen Gewinn einheimsen kann. Denn dann ist die Chance größer, dass Frank erneut ein Geschäft mit diesem Emittenten abschließt. Warum erhalten Inhaber eines Zertifikats keine Ausschüttung, wenn das Unternehmen, dessen Aktien dem Zertifikat zugrunde liegen, eine Dividende zahlt? Das liegt daran, dass Zertifikate spezielle Strukturen aufweisen. Diese sehen vor, die während der Laufzeit zu erwartenden Dividendenausschüttungen als Baustein in die Ausstattung des Zertifikats einfließen zu lassen. Denkt man hier beispielsweise an die bekannten Bonuszertifikate, die bei Fälligkeit unter bestimmten Voraussetzungen einen Bonusbetrag zahlen, wird deutlich, dass dieser Betrag irgendwo herkommen muss. Auch der Abschlag bei den beliebten Discount-Zertifikaten muss durch bestimmte Bausteine ermöglicht werden. In der Regel wird die Ausstattung eines Zertifikats für Frank umso attraktiver sein, je höher die während der Laufzeit zu erwartende Dividende ausfällt. Für diese speziellen Ausstattungen verzichtet Frank im Gegenzug auf die Dividende und überlässt sie quasi dem Emittenten. Wird bei Zertifikaten auch eine Managementgebühr erhoben, die es bei einigen anderen Finanzprodukten gibt? Managementgebühren fallen meist nur für ganz spezielle Strukturen an. So wird beispielsweise für Produkte, denen eine bestimmte Strategie zugrunde liegt, eine regelmäßige Beobachtung und gegebenenfalls eine Anpassung der Zusammensetzung notwendig, um die vorgegebene Strategie zu verfolgen. Diese regelmäßige Überwachung ist für den Emittenten mit Aufwand verbunden. Außerdem können Transaktionskosten anfallen. Die Managementgebühr stellt folglich eine Vergütung des Emittenten dar. Für den Großteil der Zertifikate würden für Frank jedoch keine solchen Gebühren anfallen. Welche Auswirkungen haben denn eigentlich Kapitalmaßnahmen einer Aktiengesellschaft, auf deren Aktien sich ein Zertifikat bezieht? Kauft Frank ein Zertifikat und kommt es während der Laufzeit des Zertifikats zu einer Kapitalmaßnahme der Aktiengesellschaft, wie zum Beispiel Aktiensplits oder Kapitalerhöhungen, werden wesentliche Ausstattungsmerkmale des jeweiligen Zertifikats angepasst. Ziel der Anpassungsmaßnahme durch den Emittenten ist es, Frank unmittelbar nach der Durchführung einer Kapitalmaßnahme wirtschaftlich betrachtet nicht schlechter zu stellen als unmittelbar vor der Kapitalmaßnahme.